Hallo und wir sind auch schon wieder zurück mit dem nächsten Buchstaben. Heute sprechen wir über das P. P. Genau. Kannst du mir denn nochmal sagen, über welchen Buchstaben wir das letzte Mal gesprochen haben in unserem letzten Video? Can you tell me the letter we previously talked about? Das O. Gut. Und kannst du mir ein Wort nennen? Can you tell me a word starting with the letter O in German? O auf Deutsch? Ohr oder Oma, Opa, Obst. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem P. Now we'll continue with the letter P or P in English. P. Gut. Ich sage dir jetzt vier Wörter, gut aufpassen, ja, und du kennst das schon, wir wiederholen es später. You already know it, we're going to repeat it later again. Okay, los geht's. Nummer 1, Palme, die Palme, Palme. Nummer 2, Pinguin, Pinguin. Der Pinguin. Nummer 3. Pyramide. Die Pyramide. Das ist ein bisschen schwer. It's a bit difficult. Die Pyramide. Und Nummer 4. Pilz. Der Pilz. Okay, noch einmal. Diese Wörter waren ein bisschen schwer. I know those words were a little bit difficult. Nummer 1. Die Palme. Palme. Gut. Pinguin. Pinguin. Der Pinguin. Nummer 3. Pyramide. Pyramide. Die Pyramide. Nummer 4. Der Pilz. Pilz. Der Pilz. Gut. Jetzt bist du dran. Hast du gut aufgepasst? Ja? Dann geht's jetzt los. Nummer 1. Die Palme. Gut gemacht. Nummer 2. Pinguin. Pinguin. Mit Artikel, der Pinguin. Nummer 3. Pyramide. Pyramide, die Pyramide. Gut. Und Nummer 4. Pilz. Der Pilz. Palme, Pinguin, Pyramide, Pilz. Gut gemacht. Jetzt geht's auch weiter. Mit dem nächsten Buchstaben. Welcher Buchstabe ist das? Welcher Buchstabe kommt nach dem P? Das Q. Gut gemacht. Q. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Q. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleib gesund. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte nicht vergessen, einmal Kids German abonnieren. Bis dann. Tschüss.